2,5 Monate vor der Landtagswahl hat in Bayerns Parlament bereits die heiße Wahlkampfphase begonnen. Bei einer Aktuellen Stunde im Landtag kam es zum Krach, bevor die Debatte überhaupt begann. Es genügte schon, dass Landtagsvizepräsident Reinhold Bocklet das Thema vorlas. Die Schlussphase der Gescheiterten. Das bayerische Kabinett zwischen Patronage, Schmutzeleien und Überforderung. Die CSU-Fraktion quittierte diese SPD-Thematik mit lauten Pfui-Rufen. Die Menschen in Bayern wollen nicht von prinzipienlosen Luftikussen regiert werden. Sie wollen eine Regierung, die Reden und Handeln in Einklang bringt. Eine Regierung, die die Würde und den Stolz des Freistaats Bayern repräsentiert und nicht konterkariert. Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Herr Rindersbacher, also ich muss Ihnen wirklich sagen, ich bin über Stil, Art der Sprache entsetzt. Auf der Tagesordnung stand aber auch die bayerische Mietpreisentwicklung. Wir wollen das Umwandlungsverbot. Wir wollen sicherstellen, dass Wohnungen nicht beliebig umgewandelt werden können in Eigentum und dann hochpreisig vermietet werden. Und was ganz zentral ist, wir brauchen dringend bei Neuvermietungen einen Preisstopp. Den Mietpreis künstlich zu zementieren oder die Höhe der Steigerungen zu zementieren, ist wohl nachvollziehbar, finde ich aber nicht richtig. Ich finde es viel besser zu sagen, wir fördern verstärkt Mietwohnraum. Wir haben hier das Problem, dass in den letzten 15 Jahren die Mittel für den Wohnungsbau, auch für den sozialen Wohnungsbau, auch für den studentischen Wohnungsbau, deutlich nach unten gegangen ist. Und zwar sowohl die Mittel des Bundes wie des Landes. Und diese Politik rächt sich allmählich bitter. Wir hatten in den 90er Jahren 600 Millionen Bundes- und Landesmittel Wohnbauförderung und sind in 2004 auf 146 Millionen abgesunken. Die Anträge der Opposition, die wir heute hier im Plenum haben, die zielen alle nur darauf ab, den Investoren auch Steine in den Weg zu legen. Und das kann nicht das Ziel sein. Wir müssen ja wirklich schauen, dass es attraktiv ist, Wohnungen zu schaffen und in Wohnungen zu investieren. Nur dann wird es irgendwann genügend Wohnungen geben. Die Politik kann darauf natürlich reagieren, indem sie zum Beispiel eigene Wohnungsbaugesellschaften gründet und zusammen mit Gleichgesinnten das organisiert. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung, der bereits beschlossene Abschlussbericht der Energiekommission. Er musste ein zweites Mal beschlossen werden, diesmal mit Anhörung der Opposition. Für die Abgeordneten ist es Pflicht, an Sitzungen teilzunehmen. Und wenn man Sitzungen schwänzt, dann ist das ein Problem. Und das hat die Opposition gemacht. Deswegen wurde der Bericht über die Kommissionsarbeit jetzt vorgelegt, ohne dass sie nochmal berücksichtigt wurden. Es war ja nicht grundlos, dass die SPD hier aus der Energiekommission ausgestiegen ist. Es war sehr bald absehbar, dass die Energiekommission ein Feigenblatt ist und dass nicht daran gedacht ist, wirklich die Energiewende in Bayern nach vorne zu bringen. Es ist natürlich so, dass wenn man als parlamentarische Kommission eine Energiewende begleitet, es sehr schwierig ist, wenn sich Teile dann verweigern und wenn es hinterher um die Abstimmung eines gemeinsam gefundenen Schlussberichtes geht, es ist natürlich der gefunden wird mit denen, die auch mitgearbeitet haben, sich dann auch noch dagegen zu sträuben, ist jetzt vielleicht nicht der ganz gute parlamentarische Stil. Man kann sich über alles streiten, man kann unterschiedlicher Auffassung sein, aber wenn ich in einem Gremium gewählt bin, muss ich mich der Diskussion stellen. Es war Unverschämtheit seitens der Opposition zu sagen, wir kommen jetzt einfach nicht mehr in diese Sitzungen, weil es uns nicht passt. Uns passt eure Meinung nicht, uns passt eure Vorgehensweise nicht. Ich frage mich, wie das sein kann, dass gewählte Abgeordnete, die vertraut werden mit der Teilnahme in Kommissionssitzungen, einfach sagen, wir nehmen hier nicht mehr teil. Fakt ist aber, dass tolle Vorschläge erarbeitet worden sind, auch fraktionsübergreifend. Aber es ist nichts umgesetzt worden aus der Energiekommission. Die tollen Vorschläge wurden nicht umgesetzt. Und das ist einfach bedauerlich. Hier wurde einfach nach wie vor Parteipolitik betrieben. Es wurden keine Gelder eingesetzt und ohne Geld, also ohne Moos, nichts los. Und während im Plenum debattiert wurde, blickten wir in die Eingangshalle des Maximilianeums. Die Ausstellung Blende auf zeigt Werke jugendlicher Patienten mit Traumafolgestörungen und Depressionen. Das Projekt sollte den Teilnehmern neue, künstlerische Welten aufzeigen. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.